Hallo Lieben, heute möchte ich euch Göttersterben von Wolfgang Holbein vorstellen. Es ist ein Band aus der Chronik der Unsterblichen und zwar ist es das 10. Buch, also der 10. Band, und in diesem Band sind Andrei und Abudun in Spanien unterwegs, und zwar in dem Hafen oder der Hafenstadt Cadiz. Wie auch immer man das ausspricht. Und dort suchen sie Loki, den abtrünnigen Gott, um diesen zu töten. Und ich fand das Buch sehr gut. Es war spannend nicht. Schon spannend, aber jetzt nicht so fesselnd. Aber es war sehr gut. Man wusste nicht direkt, wer Loki ist, also in welcher Gestalt er sich nun mal wieder rumtreibt. Aber wer er dann nun war oder ist, fand ich ziemlich cool, ziemlich gut gemacht. Und dass Andrei so auf Loki fixiert war, fand ich zuerst nervig. Aber dann wusste man ja, warum das so war. Und das wiederum fand ich ziemlich cool. Und ja, dass Andrei auch so verzaubert von Loki ist, beziehungsweise war, fand ich auch ziemlich cool. Das zeigt, wie stark der Gott ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich ein Gott war oder einer, der sich Gott nannte und nur ein ziemlich alter, ziemlich alter und sterblicher war. Das weiß ich nicht. Das Buch hier hat übrigens 492 Seiten. Und das hier ist eigentlich so eine Sonderausgabe vom Club, den es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich blende hier mal ein, wie das jetzt so aussieht und wie viel es kostet. Was das hier gekostet hat, weiß ich gar nicht mehr, weil jetzt, wie gesagt, es ist schon uralt. Also, ich weiß gerade gar nicht. 2008. Ja, so alt noch gar nicht, aber hier. Oder 2009. Und ich glaube, in dem Dreh rum habe ich es mir auch gekauft. Also doch schon sieben Jahre alt. Das ist schon ein bisschen was. Sieben, acht Jahre alt. Und ja, wie gesagt, ich fand das Buch sehr gut. Ich muss sagen, ich habe das Buch vor 3-4 Jahren mal angefangen, als ich die ganze Reihe gelesen habe, und hatte dann irgendwann die Schnauze voll und habe es jetzt erst wieder gelesen, aufgrund des Lovely Book Sub Abbau Challenge Dingsbums, ja, das hier eben in meiner Liste steht, und ja, da habe ich das eben halt nochmal neu angefangen. Und ich muss sagen, jetzt so nach den 3-4 Jahren ist es wieder richtig gut, und ich mag immer noch diesen Zwiespalt zwischen Abudun und Andrei, und ja. Ich fand auch diese ganzen Wendungen in dem Buch ziemlich cool, ziemlich interessant. Ja.
bin gerade am Überlegen, ob ich da noch was Schönes erzählen kann, ohne jetzt alles zu verraten. Aber ich glaube nicht. Ich mag das Cover hier, das kann ich sagen. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, das war es dann soweit von diesem Buch hier. Zu Glut und Asche, das steht auf meiner Liste vom Sabberbau, mache ich dann auch noch mal ein extra Video. Und zu den anderen, wo der auf der Liste stehen, auch natürlich. Und ich würde sagen, mit diesem Buch war es dann soweit. Ich fand es, wie gesagt, sehr gut. Die Handlung war sehr gut, wenn es auch manchmal etwas langwierig war. Aber es war mal ein Buch, in dem sich Abudun und Andrei nicht um irgendwelche Frauen geprügelt haben oder gestritten haben. Das fand ich auch schon sehr gut. ja. Also ich würde sagen, das war's dann soweit. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über Kommentare und natürlich ein Abo, das wäre auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, bis dahin dann eure Anna.